Da bin ich wieder. Musste ihm noch ein bisschen was von den Katzen wegmachen. Der hat einer das Essen mal wieder nicht vertragen oder was Falsches gegessen. Hat sich wahrscheinlich mal wieder irgendwas aus der Küche stibitzt, was es ist, was hätte er oder sie nicht sollte. So. Jetzt kühlen wir weiter. Wir sind ja hier einmal oben in die Gegend. Ich glaube, hier werden wir jetzt auch eine ganze Weile festhängen. Wenn ich mich an damals noch recht entsinnen kann. Jo. So, wo sind die Orks? Irgendwo hier. Dich brauche ich nicht, ne? Nee. Das stimmt, an die Stelle da hinten kann ich mich erinnern. So, Sammelstreifen blutbefleckten Stoffes. Okay. So. Und der siehst du auch schon. Stufe 19. Könnte ich mir sogar ein paar gute EP für kriegen. Gut, 52 Minuten haben wir auch noch die Bezwingertat. Das ist super. Ja, du musstest dich jetzt verpieseln. Wir reden nur. Okay. Wie brauche ich eigentlich für die Bezwingertat? 30. Okay. 30 Orks. Sollten wir ihn kriegen? Dieses Schaf, ey. Aber es ist leider das einzige Pet, was ich gerade habe. Ich hätte gerne noch mehr Pets. Die Pets kann man wahrscheinlich auch nicht umbenennen, ne? Nee. Kriegen noch niemand visiert. Schade. Ich hätte auf jeden Fall ein paar lustige Namen für meine Pets. Oder kann man das in die Sammlung machen? Nee, das sind nicht die Sammlung. Ich habe hier aber noch was. Was ist das denn? Gnade von Valinor. Wer aus Valinor mitbringt, kann selbst den Kampfgeist mit zwei späteren Verbündeten wiederbeleben. Mit 50% Moral wiederbelebt. Okay. Das mal dahin.
Schriftstück des Wohlergehens. Gesundheit wird jetzt abgestuft, anstatt nach dem Auslaufen aufgehoben zu werden. Okay. Interessant. So, die 30 haben wir gleich. Ich glaube, die 60 brauche ich jetzt noch nicht direkt machen, weil ich glaube, wir sind gleich noch oft genug hier. Wir machen erstmal nur das, wo wir auch dran vorbeikommen. Orkbezwinger. Rufstatus, warte mal. Ruf. Juhu! Freundin von Bre. Sehr gut. Wie viele Stufen gibt es nochmal? Also nicht wundern, wenn ich öfters mal rumgucke. Es ist immer nur dann, wenn ich da gucke, wie viel. Also, wenn ich was finde, was ich wissen möchte. Ah, es gibt vier Rufstufen. Oder? Ah, ne, 5. 0 Außenseiter, neutral, bekannter, Freund, Verbündeter. Und wie wird man dann Verwandter? Und vor allem, wo kann man das dann machen? Okay. Also, wir sind noch etwas davon entfernt, die Reittiere zu kriegen. Aber ich werde dann wohl als erstes Augenmerk auf Bre und aufs Auenland legen. Was das Pad angeht. Schleicher, Mörder. Ich frage mich, wo der Schleicher und der Mörder sein sollen. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Soldaten finde ich ohne Ende. Aber die Mörder und die Schleicher nicht. Da habe ich sogar was. Ach, den habe ich schon. Ah, ne. Diesen Kampf nicht möglich, warte. Jetzt. Kann ich nämlich wieder was Neues herstellen. Ich würde ja gerne mal wieder so eine verschlossene Kiste finden. Das sind Klingen. Den muss ich jetzt nicht unbedingt kämpfen.
Bogenschild zur Schnitter. Ja, aber ich brauch Schleicher und Mörder. Find ich die denn? Ach, da hinten, okay. Okay, das erklärt's. Ja, Lotro-Punkte wurden gewährt. Was ist das? Teil von Andrat. Okay, dann mache ich das auch einmal weg. Ja gut. Mehr habe ich denn ja auch nicht. Das ist Soldat. Schleicher, perfekt. Ja, warum bin ich nicht gleich hier hinten hingegangen, ne? Fragen über Fragen. Schaffi, du nervst. Wie lange geht das Ding hier noch? 42 Minuten. Robby Dornlack. Warum belästigt ihr mich? Ich verlange nicht. Ich kann dich auch da stehen lassen. Weißt du? Meckert will aber befreit werden. Ich wollte gerade sagen, rennst du jetzt wieder zurück? Gibt's welche? Jo, sagen wir deine Frau. So. Hallo, Herr Soldat. Die brauche ich zwar nicht, aber ich will ihn vorbei. Perfekt. Wir brauchen auch nur noch einen Schleicher. Ich übe das Schleicher. So, dann gehe ich einmal kurz nach Schragen hoch. Ich werde da aber noch nicht großartig viel machen. Ich will nur die Quest abgeben. Weil die Gebiete machen wir wann anders. Gab's da nicht auch mal? Jetzt muss ich gerade einmal kurz was nachgucken. Äh.
Warte, da hatte ich doch eine Seite. Pint. Tada. Ja, nach dem Breland kommen die Einsamlande. Da, die Nordhöhen. Wo sind die Nordhöhen? Da. Weiß aber bis jetzt noch nicht, wo der Wildwald ist. Muss ich nochmal nachgucken. Whitewood. Ach, da! Ah, das Gebiet ist dann der Wildwald. Okay. Das habe ich denen dann auch gefunden. Gut, dann passt das ja. Wildwald. Motön. Jo, dann passt das ja. Gebe ich das halt einfach nur einmal ganz kurz ab, damit das auf meiner Liste verschwunden ist. Und dann kümmern wir uns um dieses Gebiet erst viel, 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 viel später. Viel, viel später. Ach schön, habe ich den Wildwald gefunden. Ich hätte den die letzten Male gesucht und nie gefunden. Ja, die Nordhöhen, ich weiß. Oh je. Nur abgeben. Nur nichts anderes annehmen. Nur abgeben. Das ist gerade so ein inneres Mantra. Danke. Und wieder weg. Bloß weg hier. Hier kommen wir dann irgendwann nochmal wieder, wenn wir soweit sind. Ich ahne sowieso, ich werde komplett überlevelt hier durchrennen, aber das passt. So, das habe ich hinter mir. Ja gut, dann ist es tatsächlich nur noch das Gebiet hier. Und das hier. Das wird noch heftig. Keine Angst, geht gleich weiter. Brauch nur noch mal was zu trinken. Ich habe jetzt genug vom langweiligen Wasser. Ich nehme mir ausnahmsweise meinen Energy. Ich habe ja auch noch so Limo-Bier stehen, aber habe ich gerade keinen Bock drauf. Und normaler Limo hätte ich auch noch. Auch da habe ich keine Lust drauf. Ja, in die Hügelgräberhöhen müssen wir dann auch nochmal zurück. Naja, das wird noch was geben hier. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Breland so mit am einfachsten ist. Für den Ruf. Teuer wäre da eine Beschleunigung. 250. Ist aber auch nur 5000. Hallo Troton. Herzlich willkommen hier. Mach's dir bequem und ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Bisher. Ist ja noch lange nicht vorbei.
So, wo ist unser Mannequin? Da. Hallo, wir sind wieder zurück. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wie viel Ruf kriegen wir? Läppische 300. Was kann ich für euch tun? Schmutzige Arbeit. Besiege Orks bei Sehua. Okay, üble Beute. Sammelt gestohlene Vorräte. Okay. Also wieder dahin zurück. Und dahin. In Sitzen, Liegen, Schwitze, Frieren. Oh je. Schwitzen und Frieren ist übel. Ich friere nur. Aber die Heizung hier unten ist auch noch nicht hundertprozentig an. Die Heizung denkt sie nur so. Nee, draußen ist noch nicht kalt genug, dass ich anspringe. Deswegen sitze ich hier auch schon mit Decke. Aber das Kuriose ist bei mir, ich habe immer warme Füße. Meine Füße sind so mega warm. Aber alles andere friert. Für mich ist gestern war brutal. Glaube ich. Kommt das Frieren und Schwitzen von Erkältung oder einfach nur. Einfach nur, weil mies Wetter. Gibt ja auch Leute, die dann wirklich so extrem aufs Wetter abgehen. Wie meine Großmutter zum Beispiel. Die friert und schwitzt auch gleichzeitig. So. Ochse. Oder? Nee, Vorräte? Nee, Orks waren es, glaube ich. Nehmen wir hoch von der zweiten Spatze. Ja, kenne ich auch. Wobei bei mir waren es Kreislaufprobleme. Nicht schlimm, aber ich war so 2 Tage, lag ich da nieder. Das war auch nicht so schön. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh Gott, mir ging's hundsmiserabel. Aber war schon. Am schlimmsten halt quasi Muskelkater davon. Der Arm tat dann so am meisten weh. Das war auch etwas unangenehm, aber sonst. Jo. War es ganz okay bei mir. Weiß gar nicht, seitdem bin ich denn durchgeimpft? Ich glaube seit September. September war ich fertig. Bin auch verdammt froh drüber. Habe ich den Rotz hinter mir. Ich habe irgendwas. Ah, Ork-Bezwinger. Sehr schön. Ja, genau. Einmal aufstehen und Karussell fahren. Jupp. Ey, komm. Karussellfahren soll Spaß machen. Ist halt so scheiße, wenn du dann arbeiten musst, ne? Da hatte ich ja. Ich ja Glück. Ich durfte im Bett bleiben. Das Einzige, was ich machen musste, war halt mit dem Hund Gassi gehen, aber. Wir haben Gott sei Dank einen relativ großen Garten. Da konnte ich den Hund dann einfach mal laufen lassen. Da habe ich dann einfach auf den Garten gelegt. Das hat auch gepasst. Ich hatte echt Angst, dass ich dann umkippe beim Spazierengehen. Aber das ging so. Und unser Hund ist eher so eine Heimkackerin. Sobald man mit dem Hund Gassi geht, ist es bei mir halt so, die macht auf der gesamten Runde nicht einmal. Pinkeln vielleicht. Kaum ist man zu Hause. Juhu. Denke ich auch immer so, oh, Hund. Was für ein scheiß Ernst. Muss das jetzt mal. Die weiß jetzt, wo es am bequemsten ist. Aber sie lässt sich auch verdammt leicht ablenken. Sie ist noch sehr jung. Gerade bei 10 Monate alt. Für sie ist immer noch alles neu, spannend und aufregend. Komm hier. Hab meiner Projektleiterin am Freitag schon gesagt, dass ich am Montag wohl nicht da bin. Bei den Bauhaus. Ja.
Ach, ist ja auch okay. Man weiß halt auch nicht, wie es nach der Impfung ist, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube nach meiner Tetanus, ich glaube, es war Tetanus-Impfung damals, vor 5 Jahren, das war, glaube ich, 4 oder 5 Jahren. Da ging es mir auch beschissen. Da hatte ich auch Impfnachwirkungen. Der dachte ich auch noch so, okay. Ich bleib zu Hause. Da hatte ich mir dann auch so zwei Tage hatte ich mir, glaube ich, freigenommen. Da war ich allerdings noch dabei, meinen Realschulabschluss zu verbessern. Weil ich gerade kurz vor meiner Prüfungsphase. Aber trotzdem alles geklappt. Aber da ging es mir auch echt. Ging es mir dreckig. Aber ansonsten habe ich eigentlich so vom Impfen eigentlich nie Nachwirkungen. In aller Regel. Wenn er noch so jung ist, dann bekommt er seine ganzen Gewohnheiten. Ja. Also, wir gehen immer um 8, also so zwischen 7 und 8. Das macht mein Verlobter. Der kümmert sich dann darum. Wenn sie dann halt tagsüber bei mir ist, manchmal fährt sie auch mit zur Firma, wo mein Freund arbeitet. Verlobter. Dann kümmert er sich darum, aber ansonsten dann halt so zwischen 11 und 12 muss er da meistens raus. Und dann halt abends noch relativ oft. Das ist noch relativ unregelmäßig abends. Das kann sein, dass um 18 Uhr, dann um 20 Uhr und manchmal muss sie vielleicht auch um 1, 3 Uhr morgens so in dem Dreh. Da kann sie vielleicht auch nochmal müssen. Also da hat sie sich noch nicht ganz so festgelegt, aber so morgens und mittags ist eigentlich so, hat sie schon so ihre festen Zeiten. Aber wie gesagt, sie lässt sich halt auch gern so von einem Schwarm Vögel. Jetzt ziehen ja die Vögel wieder gen Süden. Und du glaubst wohl nicht, dass dieser Hund sich da irgendwie mal sagt, so, ey, ist mir doch egal, was da ist. Nö. Kaum würde sie sich hinhocken. Oh, Vogel. Ja, den muss ich jetzt verfolgen. Ich komme zwar nicht ran, aber den muss ich verfolgen. Ich grüße euch. Das ist aber auch nicht nur bei Dürfte ich Vögeln so, euch das einen ist. Moment eurer Zeit stehlen? Irgendwo knittert ein Ast. Dann geht Frauchen nicht auf der richtigen Seite. Dann sieht sie irgendwo andere Hunde. Das ist noch recht anstrengend mit der Kleinen. Aber es wird. Es wird. Die ist ja noch im Wie kann Lernen. ich euch zu Diensten sein? Zum Glück. Also das wird alles noch. Schätze ich. Wenn nicht, kommt sie einfach immer mit zur Arbeit. Der Entdeckungsdrang, alles anschnüffeln, ja. Alles muss abgeschnüffelt werden, alles muss angebellt werden und ach, es ist alles so schön. Aber es gehört ja auch dazu. Bei so jungen Tierchen. Das genaue Gegenteil von der Katze. Eine Katze legt sich schon in jungen Jahren gefühlt immer irgendwo in die Ecke und pennt. Nicht immer, aber manchmal. So. Die sind dann eher so die tollpatschigen Wesen, die dann irgendwo was runterknallen lassen. Wobei ich auch sagen muss, ich bin eher der Katzenmensch. Ich habe unseren Hund gern. Die ist super süß, aber ich bin eher der Katzenmensch. Weil Katzen sind egal, was sie tun. Oh, einfach nur knuffig. Junge Katzen sind sehr lebhaft, ja. Unser einer war sehr lebhaft. Die anderen beiden, die gingen. Also mein Salem, der ist jetzt 9. Ich glaube, das war das liebste Katzenbaby, was ich kenne. Der hat keine Scheiße gebaut, gar nichts. Der war so süß, so ruhig. Und das hat er auch bis jetzt noch beibehalten. Der hat sich früher schon in der Ecke gelegt, gepennt. Und das tut er auch heute noch. Nur heute legt er sich immer in den Weg, damit man ihn auch ja bemerkt. Damit man auch ja merkt, dass der Kater da liegt. Unser jüngster Gizmo. Oh Gott.
Der war anstrengend. Der war echt anstrengend. Vor allem hat er halt auch schon sehr, sehr früh angefangen zu markieren. Und das hat man dann auch nicht mehr rausgekriegt. Jetzt hat er nur so manchmal so eine Phase. Wenn ihm irgendwas auf den Sack geht. Dann... Der Waldläufer, dann ist er arschig. Sharazan hat von einer Verschwörung von Sharas Mannen erfahren. Diese wollen den anderen, den hatten wir gar nicht als Kitten. Den haben wir bekommen, als er, glaube ich, ein oder zwei war. Die Verbündeten zu entzweien, oder eineinhalb. Bevor ihr Pakt geschlossen wurde. Also da hat er die schlimmste Phase schon hinter sich. Der Leo. Also wir haben drei... Nein, ich kann mich wieder nicht bewegen. Also wir haben drei Kater, einen Hund, einen Hasen und ein paar Fische. Krebse. Die Fische und Krebse sind hier hinten, hinter Öko. Im Regal. Also hinter der Säule. Und der Hase ist draußen. Der hat da so sein eigenes kleines Gehege. Und nicht wundern. Ah, ich kann mich wieder bewegen. Sehr gut. Die Server spinnen heute wieder so ein bisschen. Muss ich lang? Was muss ich tun? Wir gehen einfach mal. Also, man sagt bei uns immer so gern, wir haben so einen kleinen Zoo. Wenn es dann mal einem Verlobten ginge, hätten wir auch noch Hühner und Ziegen. Ich habe aber Angst vor Hühner und vor Ziegen. Bei Hühnern habe ich einfach nur Angst, weil sie mich damals gebissen haben als kleines Kind. Und das tat weh. Und ich habe nichts gemacht. Ich saß einfach nur auf einer Bank, habe dieses Huhn nicht gesehen und plötzlich zwickt es mir in den Finger. Und da habe ich so eine Schiss vor diesen Viechern. Und Ziegen habe ich Respekt wegen den Hörnern. Ich habe irgendwie Angst vor Ziegen. Frag dich warum. Da ist nie was Schlimmes passiert, aber ich habe Angst vor den Viechern. Das ist... Ja, dann fehlen nur noch Hühner und Schafe. Schafe... Schafe würde ich gelten lassen. Schafe würde ich gelten lassen. Hühner, vergiss es. Bei Hühnern wandere ich aus. Ich esse sehr gern Geflügel. Aber ich will die nicht im Garten haben. Da bin ich weg. Da bin ich echt weg. Ich mag Chicken. Ja, Chicken ist auch lecker. Als Nugget, ja, genau. Als Nugget esse ich es auch gern. Als Nugget auf meinem Teller habe ich es auch furchtbar gern. Aber ich muss die nicht, ich muss die nicht bei uns im Garten haben. Nee. Nee. Ich habe Respekt vor den Viechern. Genauso wie mein Großvater früher immer Angst vor Schwänen hatte. Der hat immer einen ganz riesen Bogen um alles, was schwanenähnlich war, einen Bogen drum gemacht. Das war... Und das tat doller weh bei ihm mit dem Finger als bei mir. Das war noch zu der Zeit, wo meine Mutter noch ein Kind war. Die Geschichte an sich war lustig, aber ich kann den Schmerz nachempfinden. Wie gesagt, ich hatte das Erlebnis mit meinem Hühnchen. Und ich habe das Hühnchen nicht gesehen. Ich saß da nichts ahnt auf dieser scheiß Bank. Nee. Hier kommt kein Hühnchen ins Haus. Mm-mm. Außer, wie gesagt, wirklich jetzt ein Nugget. Oder Filet oder Keule oder Brust oder was auch immer. Das Essbare davon. Das. Ich war ja versucht zu überreden, dass wir uns vielleicht so ein Pony oder so holen, aber das geht hier leider nicht. Wir wohnen halt mitten in der Siedlung. Obwohl wir so hinten unser Geräteschuppen quasi, man könnte ihn als Stall umbauen. Aber ich glaube, dann bringen uns die Nachbarn um, wenn hier plötzlich ein Pony steht. Und vor allem kann man Pony nicht bezahlen. So viel Geld besitzen wir nicht. Für so ein kleines Pferdchen. Die Nachbarn würden sich, glaube ich, auch direkt beschweren. Wir haben hier nämlich so den ein oder anderen Lästernachbarn, sage ich mal. Man ist immer froh, wenn man die Nachbarn nicht zu Gesicht bekommt. Ich glaube, zwei sind ganz okay. Den Rest kannst du vergessen.
Den Rest kannst du einfach in die Tonne trampen. Hallo. Gute Nacht. Bei der Alten des grünen Wegs, okay. Wo komme ich jetzt raus? Ah, okay. Der gleiche Eingang. Ah, ja. Na dann. Nope. Lasst mich. Lasst mein Pferdchen in Ruhe. Himbeeren. Die kann ich fürs Craften gebrauchen. Ach du grüne Neune. Waffenschmied brauche ich nicht. Drechsler brauche ich auch nicht. Nee, brauche ich auch nicht. Ich muss mal meinen Runi umbauen. Der Jäger macht jetzt doppelt Schaden mit der neuen Waffe. Sehr cool. Ja, einen Jäger habe ich auch noch. Ich glaube, das ist mein zweiter Streaming-Char. Hier mit einem Kumpel. Also mit meinem Mod und besten Freund angefangen hatte. Anfang des Jahres, wo ich mit Stream angefangen habe. Und dann habe ich mir tatsächlich mal vorgenommen, dass ich so jede Klasse einmal probiere und gucke, was mir so am besten liegt. Bisher ist es aber halt wirklich Jäger. Da muss ich aber nochmal mit einem anderen Schammer anfangen und gucken, wie ich den am besten skille. Kann ich mir noch nicht ganz entscheiden. Und ja, der Runenbewahrer. In den habe ich mich ja verliebt. In den habe ich mich echt verliebt. Das ist so die Klasse, mit der ich am besten klarkomme. Und dabei spiele ich eigentlich gar nicht. Also DD spiele ich furchtbar gerne. Aber Heiler ist halt eigentlich nie so meins. Aber ich liebe es, wenn ich Schaden über Zeit machen kann und Heilung über Zeit machen kann. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie... Das ist mein Ding. Finde ich richtig cool. Wenn ich jetzt so an Final Fantasy 14 denke... Gott, ich als Heiler. Hilfe. Wir können aber gleich alle weglaufen. So. Ich glaube, das stelle ich mich hier bisher besser an. Lustig und kann auch mega Schaden erzeugen. Ja, und das finde ich halt so mega cool. Also ich habe mich echt in die Klasse verliebt. Ich habe hier sogar einen kleinen Guide dazu rausgesucht, wie ich da am besten skille, was ich da am besten mache. Je nachdem, was ich dann natürlich, ob ich heile oder DD mache. Und da habe ich mich tatsächlich mal so ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und jetzt suchte ich es halt. Also ich glaube, ich habe vor drei Wochen angefangen. Hatte jetzt aber halt, weil privat halt einiges los war. Nicht ganz so viel Zeit, aber immer dann, wenn ich gespielt habe, durchgesuchtet. Also, oh ja, ich liebe es. Kann er dazu weg? Das würde ich halt gerne noch für die Aufträge behalten, ne? Müsste ich so nur annehmen. Angst, wenn ich die Aufträge annehme, dass ich dann wieder zu viel habe. Wildschmiedekunst, das brauche ich. Schwefelbrocken. Kann weg. Behalte ich noch. Das kann auch weg. So. Die Fertigkeit anschauliche Symbolik ist cool, besonders wenn man noch 50% extra Schaden aufbaut. Ja. Warte mal. Jetzt einmal. Warte mal, ein Ding ist hier.
Ja, zurzeit mache ich diesen. Warte mal. Hier. Segnung des Friedens mache ich bisher. Und wenn ich dann mal CD spiele, dann mache ich hier mein zweites Fensterchen. Muss ich mir auf jeden Fall so meine Punkte verteilen. Was habe ich denn hier? Anmut des Erstgeborenen. Ihr bewegt euch flink und mühelos durch die Welt. 10% Laufgeschwindigkeit außerhalb des Kampfes. Das ist gut. Ja, und das habe ich auch erstmal so gemacht. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Für die DG ist am besten auf Blitz. Ah, sehr gut. Danke für den Tipp. Aber für den DD habe ich mich jetzt auch gar nicht so angeguckt, was ich da am besten mache. Wie gesagt, habe dann immer auf dem anderen Monitor so ein bisschen einen Guide, wo ich da mal durchlese. Habe mich jetzt erstmal so ein bisschen auf den Heiler quasi fixiert. Und ja, damit kann ich bisher tatsächlich echt mega gut Solo spielen, ne? Also klar, für eine Instanz und für das große Hügelgrab brauche ich da natürlich eine Gruppe. Aber ansonsten komme ich bisher halt echt mega gut alleine klar. Hätte ich nicht gedacht. Vor allem, ich finde halt auch den Schaden über Zeit, finde ich so mega cool. Ich liebe das. Ich liebe es. Und ich bin echt froh, dass ich mir die Klasse, ich glaube, vor 3 Jahren habe ich mir die dazu geholt. Und jetzt gab's oder gibt's ja die Packs für 99 Punkte da im Shop. Habe ich mir natürlich auch erstmal geholt. Was für eine Frage. Jetzt habe ich zumindest bis Mordor. Ich glaube, bis Mordor habe ich erstmal alles. Also das bei WoW meinen Hexer spielen. Okay. Habe ich bisher noch nicht, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was habe ich bei WoW bisher gespielt? Ich glaube, ich habe einen Parler angefangen. Dann den Jäger, den du ja auch kennst, Dufte. Und. Oh, irgendein hat ihn noch angefangen. Wenn du auf Blitz gehst, kannst du beim Vorbeilaufen Schaden machen. Sehr angenehm. Okay, das ist echt mega cool. Das ist echt mega cool. Ja, dann weiß ich, wo ich drauf gehe. Wobei ich mir wahrscheinlich auch noch den dritten Balken dafür freimache. Irgendwann noch. Aber nicht jetzt. Gottes Willen, nicht jetzt. Ich weiß auch gar nicht. Ach, 100 Mithril-Münzen. Joa. Irgendwann mache ich mir wieder das dritte, dann habe ich auch das hier. Mal gucken. Das. Ja. Kann auch sein, dass es reicht, wie ich's haben möchte. Bisher bin ich so. Noch zufrieden. Das stimmt, WoW müsste ich eigentlich auch mal wieder weiterspielen. Wobei ich wahrscheinlich den nächsten Monat WoW einmal aussetze. Wie gesagt, dadurch, dass nächsten Monat Endwalker kommt, werde ich für WoW nächsten Monat, glaube ich, keine Zeit haben. Vermute ich jetzt einfach mal. Weil ich kenne mich. Dazu ist ja jetzt hier in Lothru ja noch das Herbstfest, wo ich dann nachher noch mein Augenmerk drauf lege. Nicht unbedingt vielleicht im Stream, aber vielleicht danach. Und dann in FF14 ist ja jetzt auch bald wieder ein Event. Ich bin sowieso schwer für so viele MMOs gleichzeitig. Ja. Wobei eigentlich geht es sogar. Also ich kann eigentlich 3 MMOs gleichzeitig spielen. Es ist immer nur dann schwierig, wenn ein neues Addon kommt. Wenn ein neues Addon kommt, dann ist das schon sehr, sehr schwierig. Dann setze ich auch meistens ein MMO dann aus. Aber da ich Lotro halt echt zur Zeit suchte und auch voll Bock drauf habe, wird es halt WoW sein, was erstmal kurz rausfliegt. Du bist auf Beleger, oder? Ja. Ich spiele auf Bele. New World gibt es ja auch noch. Ja, das habe ich noch nicht. Irgendwann mal, irgendwann. Ich wollte es eigentlich mit Luna, das ist auch einer meiner Mods, wollte ich das eigentlich zusammenspielen, aber ich hatte letzten Monat da nicht genug Money für.
Was eigentlich auch in Ordnung ist, weil ich glaube, dann wäre hier Land unter. Den roten Schnitter, wo auch immer der rote Schnitter ist. Der da wahrscheinlich. Ja. Nacht. Das war ein niedlicher Furz. Der war echt niedlich. Jubert hat Suchtfaktor. Ich warte aber noch, bis das große Trubel weg ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das spielt ja zurzeit auch gefühlt fast jeder auf Twitch. Ich habe bisher aber auch noch nicht reingeguckt. Wurde ich aber auch nicht. Ich will mir da nichts vorwegnehmen. Kann sein, dass ich das vielleicht nächstes Jahr mal spiele. Mal schauen. Aber bisher habe ich ja noch mehr als genug MMOs. ESO habe ich ja auch noch, aber ESO spiele ich nicht aktiv. Das spiele ich immer nur, wenn ich Bock drauf habe. ESO spiele ich, wenn ich es gemütlich haben will. Wobei Lotro ja eigentlich auch gemütlich ist bisher noch. Aber ESO ist halt wirklich so ein... das schwarze Schaf unter den MMOs. Für mich. Proton, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen hier in dieser Irrenhaus-Katzenanstalt. Mit vielen, vielen verrückten Katzen. Mein bester Kumpel suchte das übel. Ich habe schon genug von euch gesehen. Ja, und genau deswegen gucken wir halt nichts davon an, ne? Weil ich dann halt auch Angst habe, dass ich dann vielleicht genug gesehen habe und nicht mehr. Ne? Ich nichts mehr dazu spielen möchte. Das ist der Follow ja schon angewiesen. Alles gut, alles gut. Jetzt ist es. Jetzt ist es. Der Follow ist real. Komm auf die dunklen Seite des Katzenkorbs. Wir haben Katzenminze. Und Katzencookies und was weiß ich nicht alles. Was man noch mit Katzen verbinden kann. So. Ich brauche beides wahrscheinlich nicht, aber komm. So. Und Katzenklo, ja. Und Katzenklo. Ich werde dann einmal gleich ganz kurz nochmal hochgehen. Ich glaube, mein Verlobter ist nämlich gerade nach Hause gekommen. Den will ich aber ganz kurz Hallo sagen. Was kann ich für euch tun? Tada. So. Dann bin ich gleich wieder da. Nicht weglaufen.